Hallo Freunde, ich bin unterwegs zu meinem Einsatzort, um euch eine Technik zu zeigen, wie man auf höchst unkonventionelle Art und Weise ein Seil hochklettert. Eine Technik à la Légion étrangère. Was dagegen spricht, dass ich diese Aktion heute gut und effizient über die Bühne bringe, sind tatsächlich die minus 12 Grad. Und die hat es nämlich an meinem Einsatzort im Fichtelgebirge heute tatsächlich. Aber wir werden sehen. Gesehen habt, war nach 3 Metern Schluss. Das lag aber nicht an der Technik. Die Technik ist perfekt. Es lag auch nicht an der Kraft. An Kraft mangelt es mir noch nicht. Es lag ganz einfach an der Kälte. Meine Hände waren klamm und irgendwann ist dann auch Schluss. Es gibt eine Technik, indem man im Wald geht, sich Baumharz holt und die Hände mit Baumharz einschmiert, damit man da mehr Griff hat. Es gibt auch spezielle Handschuhe. Aber sowas brauchen wir nicht. Zu besten Zeiten, als ich eben noch etwas jünger war, noch in der Truppe war und die Temperaturen auch ansprechend waren im Sommer, Frühling und Herbst, da kletterte ich so auf diese Art und Weise rückwärts mal locker, kurz und flockig, ein Seil von 6 Metern in 20 Sekunden hoch. Aber ich muss mich halt den Gegebenheiten beugen. Ich hoffe, euch begrüßen zu dürfen heute Nachmittag oder morgen früh, weiß ich noch nicht, wenn es drum geht, wieder mal um die Aufnahmebedingungen in die Légion étrangère. Da hat sich einiges geändert, etwas kam hinzu und ich möchte das alles nochmal auf den Punkt bringen. Amitié Légionnaire, euer Thomas Gast. Bis bald.